Einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von Kirby Triple Deluxe in Welt 2, Level 3. Meisterhand? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Aber was ich nur sehe, ist irgendwie, dass es mal wieder ein bisschen zu ist. Und das mag ich nicht. So, das ist besser. Gut, so. Ja, was erwartet uns hier? Auf jeden Fall erstmal so einen Schalter. Und wir haben die Ninja-Fähigkeit. Das ist ja auch mal cool. Wir haben Wurfstern und ein Schwert. Oh, das ist immer eine geile Fähigkeit. Was haben wir so für Moves? Stoß, Spurten und B, Luft unten und B, Ninja Kick. Unten B, Rauchbombe. So in der Luft, okay. Blütenwind, oben dann da. Oh Gott, die ganzen... Aha. Das ist die Rauchbombe, das ist der Kick. Geil. Ja, finde ich cool. Finde ich echt cool, die Fähigkeit. Könnte mich freuen. Autsch. So. Noch einer. Ja. Keine Ahnung, was der wollte. Oh, aha, wir können uns auch da so an der Wand festkleben. Finde ich auch cool. Aber gut, hier ist nichts mehr, dann können wir weitergehen. Wir wollen ja natürlich auch wieder alle diese Sterne einsammeln, wie wir schon wissen. Oh. Aha. Ich würde mal sagen, ich darf da nicht da in der Reichweite von den Dingern stehen. Moment mal, die Fähigkeit sieht mir interessant aus. Du hast bestimmt auch eine Fähigkeit, ne? Speer-Kirby. Aha, die kenne ich auch noch nicht. Das scheint wohl auch eine neue Fähigkeit zu sein. Speerstoß B, erst B, dann da, Rückwärtsstoß, oben B, aufwärts, Spiralstoß. Aha. Ja, das war natürlich sehr schlau von mir. Bleib stehen. Haha, gerade nochmal so eingesammelt. Vielleicht gedulden uns jetzt, würde ich mal sagen, erstmal. Haha, nicht mit mir, mein Freund. Ich passe schon auf dich auf. Aha, jetzt schmeißt er auch... Autsch. Einer mit Bomben. Wow. Geil geworfen. So wollte ich es nämlich machen. Okay. Ja, ein Level geht schon ab. Und wie komme ich jetzt nach hinten? Autsch. Oh, Mann. Ich dachte, ich könnte vielleicht die Speere auch nach da hinten schleudern. Das kann ich aber nicht. Aber da muss hier irgendwo was sein. Das ist klar. Das ist klar. Ah, und hier kommen wir auch weiter. Okay. Okay, jetzt natürlich nur hier aufpassen hier, weil, ja, wie gesagt, die sind nicht so nett. Schnell, schnell, schnell. Oder es... Naja, egal. Dann kriege ich halt eben keinen Speer mehr. Boah. Dann nehmen wir halt uns eben die Bombis. Bombe ist auch eine coole Fähigkeit, aber leider kann man sich damit auch selbst verletzen. Boah, sogar schön mit Wurfanimation. Moment mal. Ne, die kann man leider nicht zerstören, okay. Ja, wir müssen jetzt aufpassen hier. Weil treffen möchte ich mich nicht so gern. Aber ich möchte natürlich auch alles finden. Alles finden hier. Was ist das? Ah! Interessant, mit dem Helm können wir nach auf die Seite ballern. Cool. Interessant. Immer schön aufpassen, dass wir hier alle treffen. Und nicht selbst treffen. Immerhin kann man auch springen. Aber leider halt nicht sich aufpusten. Finde ich aber mal interessant, das Level. Kann ich damit die Dinger kaputt hauen? Ja, kann ich. Okay. Aha. Aha, aha, aha. Ich mache erstmal alles hier kaputt, würde ich sagen. Kann ich das loswerden? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ist mir egal. Und der erste Stern. Und dazu noch ein paar Wassermelonen, damit wir uns wieder auffallen können. Wunderbar. Klappt doch alles gut. Klappt doch alles richtig gut. Richtig gut, 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 gut. Ich finde den Hut hier auch witzig, den er da aufhat. Oh, nicht das schon wieder. Nicht das Schauspiel schon wieder. Aber wir kommen durch. Gut. Und wieder auf die andere Seite wechseln. Erinnert mich ein bisschen gerade an Donkey Kong Country Tropical Freeze. Da gab es ja auch sowas in der Art.
Oh, gut, dass wir hier die Bombenfähigkeit haben. Boah, man sieht ja fast gar nichts mehr. Schnell, 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 schnell das einsammeln und in den nächsten Raum gehen. Gut. Wir standen zwar vorhin auf Messers Schneid, aber wir haben es geschafft. Und irgendwie habe ich langsam keinen Bock mehr auf das Dingsbums da. Was ist das? Was ist das denn? Ach so, eine Zeitbombe, wie mir scheint, okay. Da war das ja ganz gut, dass ich die da losgelassen habe. Dann ist da doch bestimmt irgendwas Besonderes, ne? Ein One-Up. Und sonst? Gar nichts. Ja, aber wieder die Schneefähigkeit, da habe ich Bock zu. Oder die Eisfähigkeit, besser gesagt. Die finde ich richtig cool. Warum ist der Wall jetzt gerade schon wieder da? Naja, egal. Okay, das Spielchen geht jetzt mal weiter. Aha, ich sehe es auch schon wahrscheinlich, wo ich die hinbringen muss. Aber eile ich mich mal auch mal ein bisschen. So, perfekt. Finde ich irgendwie cool. Warum wurde ich ja jetzt getroffen? Egal. Egal, ich frag mal nicht nach. Ja, egal. Zweiter von denen und ja, sieht gut aus bisher. Es sieht ziemlich gut aus. Da war wieder einer mit der Bombe. Naja, wenn er meint. So, ja, hier kommen wir wieder durch. Dann kann ich hier wieder aufmachen. Und was bist du für einer? Pff, keine Ahnung. Was ist da? Soi. Okay, keine Ahnung, was das war. Ich bin nur froh, dass ich da nicht zermatscht wurde, okay? Ich denke mal, das tut weh, wenn man da reinkommt. Ich finde das Rätsel aber irgendwie cool. Den Schlüssel mitnehmen und dann wieder da rein. Gut, dass der nicht zerquetscht wurde, der Schlüssel. Weil ich denke mal, dass sich in dieser Maxi-Tomate bestimmt hier auch den letzten Sternenteil finden. Ich hab's doch gewusst. Autsch. Der Treffer hätte jetzt nicht sein müssen. Naja, egal. Alle Sonnensteine in Level 2, 3. Wie gesagt, aber das ist, finde ich, echt... echt eine Sache, die ich an dem Spiel richtig geil finde. Die Rätsel. Ah, und noch mal ein Bonus-Item. Cool. Danke, mein Lieber. Ja, die Bonus-Items, die finde ich bisher richtig genial. Und irgendwas sagt mir, dass wir noch auf einen Boss treffen. Oder zumindest einen Mini-Boss. Ja, werden wir auch treffen. Aha, Schwertkoloss. Wow. Ich glaube mal, da bin ich... Na, wobei, doch mit Eis bin ich ja doch gut bedient. Ja, aber dann möchte ich natürlich wieder so aus der Ferne angreifen. Ja, der war kein Akt, der Gegner. Und dann werde ich auch nochmal die Schwertfähigkeit mit, weil ich die am epischsten finde eigentlich. Moment mal. Was ist hier oben noch? Aha, was ist hier oben noch? Das hat man gesehen. Selbst ohne 3D-Effekt habe ich das gesehen. Ach so. Okay. Ja, umso besser. Gut, dass ich das noch gefunden habe. Gut, ich sammle die ja nicht, wie gesagt, aber nur kann ja nicht schaden, wenn wir die alle sammeln. Und das war mal wieder richtig schlecht. Na klasse, kein Bonus. Was soll's. Aha, Prisma Wisp. Herzstock. Aber diesmal waren es nicht so viele von diesen Glücksbringern. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Level 4. Oh, das sieht mir nicht mehr so nett aus. Naja, egal. Level 4 im Lolliland. Lolliland. Ich finde das so geil. Aha, ein Schlüssel. Der doch bestimmt auch für irgendwas Besonderes ist. Fängt auf jeden Fall schon mit Schlüssel an. Aha, das brauchen wir also hier. Interesting. Studentverein, da kann ich dich aufsaugen. Nee, kann ich nicht, sonst hätte ich jetzt nicht ein Schwert bekommen. Okay, es ist also ein Zirkuslevel. Die gab es ja auch vor allen Dingen in letzter Zeit häufig bei Super Mario 3D World. Finde ich aber irgendwie auch cool, dass die hier sind. Vor allem, weil sie hier nochmal ein bisschen mehr passen, finde ich, zu Kirby. Als zu Mario. Zumindest zumindest das, was ich so sehe. Und der kann auch eine Wirbelattacke. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Macht ja echt einen auf Link. Vor allem mit dieser unten B-Attacke. Moment mal, da ist doch bestimmt auch was, ne? Warum geht der nicht weg?
Und gehst du nicht weg, Heck? Keine Ahnung, warum du nicht weggehst. Na egal, dann gehst du weg. Weil man sieht ja eigentlich, dass da unten was ist. Keine Ahnung. Ist mir auch egal, dann kann ich auch nichts dran ändern. Okay, vier... Nee. Oh, das ist eine Falle. Wow, das ist eine Falle. Heieiei, gut, dass ich hier nochmal ausgewichen bin. Oh, mit dieser Schwertfähigkeit sind wir so... können wir so richtig abgehen. Was ist das? Was zum... Ach, wir dürfen keine Fähigkeit mehr mitnehmen anscheinend, okay. Oh. Interessant. Finde ich auch mal genial hier. Man sieht im Spiegel die Gegner. Vielleicht sind das ja Geister. Das wäre ja nicht so nett. Die Musik finde ich auch mal irgendwie lustig. Aber die Wände, die können wir sehen, aber nicht die anderen Gegner. Finde ich auch mal sehr interessant. Aha. Was haben wir denn da gefunden? Ist das ein Fake? Ja, es ist ein Fake. Okay. Okay, okay, okay. Ist das kein Fake? Und dich schlucken wir auch mal ein. Ist hier irgendwas Besonderes? Nein. Man weiß ja nie, was sie hier alles so verstecken. Aha. Auch nicht. Ah, jetzt kriegen wir wieder unsere Fähigkeit. Na, Dankeschön. Ich denke mal, weil das sonst ein bisschen zu einfach ist. Okay, wieder eine Fake-Tür. Wie sie hier ständig diese Fake-Türen einbauen. Aber ich habe noch keinen einzigen Stern-Ding gesehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo hier einer gewesen sein soll. Was fällt dir ein, hier den Schlüssel zu klauen? Ich sollte mich ein bisschen beeilen hier. Deshalb ist mir jetzt auch mal das hier egal. Sonst kriege ich vielleicht den Schlüssel nicht. Oh, ein Graudon. Oder wie sie heißen. Schneller, 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 schneller. Die Gegner sind mir alle egal. Zurück. Und danke für den Schlüssel, mein Bester. Gut, da bin ich jetzt einfach mal darauf gegangen, die Fähigkeit zu vergessen. Weil nur so wären wir an diesen Stern gekommen. Ist das der erste oder der zweite? Es ist der erste. Perfekt. Gut, da haben wir also nichts ausgelassen. Freut mich. Weil das hat mir jetzt schon, kam mir schon ein bisschen komisch vor. Naja, egal. Autsch. Was ist denn daran so viel verlangt, die Dinger da wegzuhauen? Gar nichts eigentlich. So, dann gehen wir in diese Tür rein. Und wo landen wir dann jetzt hier in diesem Zirkus? Okay, zwei Türen. Nee, sogar mehr. Ja, ne? Gute Frage, wo wir jetzt reingehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Fake. Das nicht. Aha. Irgendwas sagt mir hier, dass wir hier... Keine Ahnung. Okay, da drüben ist so ein Ding. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Okay, wir sind auf jeden Fall hier auf dieser Seite. Das wird wohl wahrscheinlich gleich so ein kleines Labyrinth. Ich hoffe nur jetzt nicht, dass wir schon weitergehen, weil das fände ich jetzt denn ziemlich blöd. Aber irgendwas sagt mir, wir gehen hier weiter. Ja, da werde ich das Level auf jeden Fall gleich dann wohl nochmal neu machen. Na, klasse. Ja, das sehe ich schon, dass da was ist. Na, klasse, das freut mich aber riesig, dass ich dieses Level dann nochmal neu machen darf. Da unten komme ich auch nicht lang. Warum komme ich da unten nicht lang? Ja, jetzt muss man echt... Aha, haha. Aha, haha. Hier kommen wir dahin. Hab ich den eingesaugt? Nee, anscheinend nicht. Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, das war knapp. Aha. Immer schön auf die Spiegel achten, wo wir hier lang gehen können und wo nicht. Autsch. Ja. Dazu sage ich jetzt gar nichts. Das war einfach nur peinlich. Ich mach's zu schnell. Ich darf's nicht zu schnell machen, weil man genau sieht, dass man nur in der Mitte lang gehen kann. Und ja. Ja, das wird der dritte sein, ne? Ja, war klar. War klar, dann darf ich dieses Level gleich nochmal neu machen. Da bin ich direkt in die falsche Tür eingebogen. Ja, klasse. Einfach nur klasse. Kann ich nicht anderes zu sagen.
Aber wie sie denken, dass ich das nicht sehen würde, dass da Stacheln sind. Na gut, ich habe es vorhin auch nicht gesehen, dass da ein Abgrund ist. Egal, egal. Okay, wieder frische Luft oder was? Wieder an der frischen Luft. Okay. Dann sind wir, glaube ich, schon gleich beim Ziel, ne? Ja, wir sind beim Ziel. Okay, dann werde ich euch gleich mal wieder reinschneiden, wie wir die zweite, wie wir den zweiten Stern holen, weil dann sind wir direkt in die falsche Tür abgebogen. Ich finde es geil. Und irgendwie verkacke ich total dieses Spiel. Ich sollte wohl früher drücken. Naja, wir sehen uns gleich bei dem Stern. Nuff und Wendel die. Tag. 25. Damit bist du Sammler im Training. Toll. Keiner, was uns das bringt. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich bei dem nächsten Level. Oho, warte noch, der Boss? Fragezeichen. Tatsächlich, der Boss werden wir auch noch in diesem Part machen. Geil. Der Part könnte noch ein geil, nices Ende haben. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich bei dem Stern. So, da wären wir wieder in unserem Lieblingsraum. Und dann nehmen wir mal diese Tür. Oder auch nicht. Moment mal, was ist da oben? Ja, komm ruhig her. Komm ruhig her, mein Kleiner. Obwohl das ein Ninja war, den ich auch hätte nehmen können. Oh. Oho. Interesting. Aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Da kommen wir her, das weiß ich. Müssen wir die Tür nehmen, oder wie? Das ist auch eine Fake-Tür. Das auch. Gibt es hier nur Fake-Türen, oder was? Bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als die Tür zu nehmen. Dann will ich hier auf jeden Fall nochmal weiter gucken, weil dann muss es hier irgendwo noch einen Weg geben. Nicht? Hä? Ihr seid genial. Ihr seid so genial. Das ist auch eine Tür. Alter, wie fies ist das denn? Gut, natürlich ist das logisch. Das sieht man ja, dass da ein Loch ist. Aber, Alter, da muss man auch erstmal drauf kommen. Nicht schlecht. Gut, immerhin haben wir jetzt den Stern. Ein bisschen durch Zufall, aber ist mir egal eigentlich. Hauptsache, wir haben ihn. Wir sehen uns dann gleich wieder auf der Overworld. So, da wären wir wieder. Und jetzt, ja, hoffen wir mal, dass wir den Bonus ein bisschen besser kriegen. Was ich auch noch gerade sagen will, ja, ein bisschen besser auf jeden Fall. Und zwar habe ich in einem der vergangenen Parts erwähnt, dass wir ein Level abbekommen haben, aber was natürlich toll kompletter Unsinn und Schwachsinn ist. Natürlich haben wir diese Sterne bekommen und hatten 100 Stück, aber das sind halt die Münzen in Mario und dafür bekommt man halt ein Leben. Aber mehr auch nicht. So, nochmal wieder zwei Dinger da eingesackt. Naja. Zeit für den Boss von Welt 2. Und natürlich wartet dann im nächsten Part auch noch das Bonus-Level 6+. Oh, und da sehe ich einen Bekannten, den man auch eventuell aus Smash Bros. Brawl kennen wird. Nämlich Knuckle Joe. Aber gut, den werden wir dann erst im nächsten Part dann sehen. Jetzt geht's zum Boss von Level 5. Und den machen wir natürlich auch noch. Aha, da war schon wieder der gefangen wird. Okay, wieder ein Bonus. Ja, den nehme ich natürlich. Weil das ist natürlich wie eine halbe KP wieder Heilung. So, und was haben wir hier für Fähigkeit? Wir haben Speer, wir haben Glocke. Und was ist das für eine Fähigkeit? Zirkus. Aha. Interesting. Ich weiß doch nicht, wie die uns weiterhelfen kann. Ich nehme lieber den Speer. Oder die Glocke. Ja, irgendwie nehme ich die Glocke. Ich weiß auch nicht, ob die uns weiterhelfen kann beim Boss, aber naja, gut. Okay, in dieser Tür wartet der Kampf gegen den zweiten Boss. Ein Bild. Aha. Wer bist du, wenn ich fragen darf?
Farpacks. Wow. Ah, ich habe ihn einen schon mal getroffen. Ja, vielleicht war er doch keine so. Wow. Ein bisschen Schaden machen wir ihm auf jeden Fall. Was soll das? Glaubst du, ich sehe dich da nicht mehr, oder was? Huiuiui. Okay. Ja, der scheint schon was drauf zu haben. Vielleicht war das vielleicht keine so gute Idee, das zu nehmen. Wow, ich habe gar nichts mehr gesehen gerade. Und er... Oh, ich glaube, der geht jetzt ab. Aha, Kugeln. Aha, cool. Fühlt sich jetzt cool mit Bowlingkugeln oder was? Ist noch eh nur 2D. Soll das jetzt? Oh, oh, irgendwo kommt der gleich raus. Oder die. Ich weiß nicht, ob das ein er oder sie ist. Aha. Aha. Es kommen irgendwelche anderen Klumpen runter, oder was? Aha, das sind Stacheldinger. Okay. Ah, wir machen noch nicht gerade viel Schaden. Ah ja. Jetzt übertreiben wir es ein bisschen, oder was? Aber jetzt haben wir ihm viel Damage gemacht. Oh, aber wir machen leider wenig Schaden. Das dauert echt Ewigkeiten, den zu besiegen. Ich mach kurz die Glocke. Oder besser gesagt, hier wieder den Energiepack. Sicherheitshalber, aber brauchen tun wir den nicht. Was ist mit euch? Kommt der runter? Ah, der kommt nicht runter. Okay. Boah. Ich verfolge mich ja noch, das Feuer. Boah, der Kampf dauert lange bisher. Klone oder was? Komm jetzt. Wie lange hält das Ding aus? Viel. Yes, es ist besiegt. Das Ding hat eine Menge ausgehalten. Das muss man mal ihm lassen. Aber wir haben die Glocke. Die Macht der Glocke. Und haben gesiegt. Juhu. Der Wahnsinn. Ja, das kennen wir jetzt schon. Ah, okay, wir können das Start überspringen. Okay, wir wissen ja jetzt, wie das aussieht, wenn die Ranke weiter wächst. Die Traumranke ist gewachsen und kannst nun Welt 3 erkunden. Und das ist über Land und Berge. Ah ja, sieht ja auch mal sehr interessant aus. Aber gut, wir werden im nächsten Part auf jeden Fall noch die eine Welt machen. Oder das ist eine Level, besser gesagt, natürlich. Welches da Welt 6 Plus, Level 6 Plus ist. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder von Kirby Triple Deluxe. Bis dann, tschüss. Euer JKP. Oh yeah.